Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. Heute im ersten Teil unserer Serie, wie Schuhe zu freizeitlichen Looks zu kombinieren sind. Im ersten Teil widmen wir uns den Sneakern. In unserer Serie wollen wir uns äh, den Einsatzmöglichkeiten von Schuhen aus unserer Kollektion mit ähm, freizeitlichen Looks widmen. Im ersten Teil geht es um Sneaker und da ich eher mehr der Experte für die Schuhpflege bin und vielleicht nicht für die fragende Etikette, auch wenn ich dann natürlich einiges zu erzählen habe, habe ich mir an dieser Stelle aber Unterstützung geholt. Das ist mein lieber Kollege Veit, den ich herzlich begrüße hier bei Schuhpassion TV heute mit der Premiere. Und vielen Dank, Veit, dass du da bist. Ähm, Sehr gerne, Tobi. Ich würde sofort gerne das Wort an dich übergeben. Was sagst du dazu zu diesem Hightop-Sneaker aus unserer Italien-Line, den wir hier sehen und wie man den kombiniert im Idealfall? Hightop-Sneaker. Es ist mal ein wunderschöner Schuh, den wir da bei schon aufgenommen haben. Ähm, zuallererst lässt sich darüber sagen, halt klassisch wie fast sämtliche Schuhe, die wir eigentlich führen. So das Modell in den späten 70ern, dann in den 80ern richtig modern geworden. Jetzt erlebt es wieder seine Retrophase. Was Plus dem nicht? Upgrade, dass es jetzt hier nochmal so ein Handfinish reinfährt, was man wahrscheinlich jetzt so vor 20, 30 Jahren noch nicht hatte, was jetzt oder vielleicht jetzt auch wieder der neue Trend ist, ich weiß es nicht, aber überall sieht man ja diese Handfinish, die so ein bisschen, ne, die Farben ja. changieren da drauf. Es kommt so ein bisschen. Die Nuancen kommen besser zur Geltung. Man muss halt überlegen, dass halt wirklich Menschen da sitzen und das halt wirklich dann per Hand äh, fertig machen müssen. Also, wie der Name das selber eigentlich schon sagt. Nun gut, also, wie gesagt, alles bei Schuhpäschen ist halt immer klassisch, aber halt ein kleines Level nach oben. Genauso verhält es sich halt dann bei diesem schönen Sneaker. Ähm, ganz genau, den man nun auch wirklich zu seinen, äh, zu seinen Würden kommen lassen möchte. Bei Sneaker, ich meine, woran denkt man da, keine Ahnung, Leute auf dem Skateboard, die umherfahren. Genau dazu passt der Schuh selbstverständlich auch. Ja? Das heißt, man kann die guten Skinny Jeans tragen, man kann die schön Berlin Hipster klassisch mit einer schwarzen, äh, engen Hose draußen tragen. Warum auch nicht? Mit dem guten Skateboard unter dem Arm. Es gibt halt aber noch viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Ähm, zuerst müssen wir uns halt angucken, was für einen Schuh haben wir, welche Farbe haben wir hier. Der Schuh ist zum Beispiel schön hellbraun gehalten. Das kann man dann hinterher mit der Schuhcreme, mit der Schuhpomade im Schuhwachs, dann auch noch selber ein bisschen fein justieren, wenn man möchte. Das Gute ist, daran haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, was man dazu noch tragen kann. Wie gesagt, klassische Schwarz geht auf jeden Fall immer. Nicht zu lang werden lassen die Hose. Es wäre wirklich tragisch mit dem Schuh, wenn der halt verdeckt werden würde. Zu Brau, braun, gerade so einer Art helleren Braun, passen auf jeden Fall dann immer. Blaue Hosen zum Beispiel. Hellblau ist ein sehr schöner Kontrast, macht sich gut auf der Straße. Nicht zu verspielt auf jeden Fall. Dieser Sneaker selbst ist simpel und so sollte das restliche Outfit auch gehalten werden. Das wäre wahrscheinlich nämlich an so eine die klassische Chino-Hose würde sich dafür wahrscheinlich sehr gut eignen. Man kann die Chino-Hose haben oder halt auch, wie gesagt, das Skinny Jeans. Passt vielleicht Klar. auch so ein bisschen ja. zum rebellischeren ja. Look davon. Was würdest du sagen bei den Socken zu diesem Schuh? Auch wieder wahrscheinlich diese alte Hipster-Nummer, kannst du dir rumrennen wie auf dem Basketballcourt, dass dir die Socken hochziehen müssen und das Knie wäre jetzt aber nicht unbedingt so meine Art und Weise, das zu tragen. Ich würde wahrscheinlich darauf achten, dass ich die, wenn überhaupt, dass sie ganz knapp drüber gehen. Ich bin eher ein Freund davon, dass man die eher weniger... Weniger ja. sieht. Also ich ich stelle mir jetzt ja auch gerade vor, dass die Leute die auch zu kurzen Hosen halt äh, einsetzen und dann, das weiß ich nicht. Das ist diese Schuhe zu kurzen Hosen? Ja. Ganz ehrlich, vorlieb, dann würde ich das Video <laughs> sofort beenden. <laughs> auf auf dem, hier in Berlin, ich bitte dich. Auf über, solche Dinge, über solche Dinge spreche ich nicht. Gut. Ich würde aber auch sagen, dass die Socken hierbei fast zu vernachlässigen sind, weil diese Schuhe relativ hoch geschnitten sind, weil man diese Schuhe auch nicht zu weit auseinander machen sollte. Denn ganz ehrlich, wenn die halt die ganze Zeit beim Laufen rumschlappen, wenn die einem fast abfallen, das wird einfach nur lächerlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Also dieser Look, wenn dann hier vorne die Zunge so richtig so rüber steht hier, ne? das kriegst ist auch, so bin ich auch gar kein Fan von. Das kriegst du überhaupt gar nicht hin mit den Schuhen, weil ich meine, die sind fest, die sind halt auch gut vernäht, diese Zunge wird die halt immer wieder zurückkommen und du müsstest die halt wirklich mit brachialer Gewalt nach unten bringen. Hier ist wirklich weniger mehr, du hast einfach deinen schwarzen Socken am allerbesten, du hast halt die enge Hose, zum Beispiel im Blau. Zum Beispiel in Schwarz. Und was wir neu ausprobiert hatten, war dann so eine Art Olivgrün. Mhm. Hat sehr gut ausgesehen. Denn einfach diese erdigen Töne miteinander zu kombinieren, mhm. ist ganz gut. Und dieser Schuh schreit nicht. Und genauso wenig sollte das dein Outfit dazu machen. Und was man halt am ähm, ja, ähm, äh, Rest des Körpers trägt, da bist du dann ein wenig freier. Aber ich würde auch sagen, dort sollte man es simpel halten. Vielleicht ein gutes T-Shirt, vielleicht ein Hemd, aber nicht mit zu viel Spielereien. Das wäre schon mein Tipp dort gewesen. Was sagst du abschließend noch dazu, Sneaker? Wir sind jetzt hier bei den freizeitlichen Looks, aber es war jetzt, glaube ich, auch das Thema gewesen, dass man halt nach wie vor nach all den Jahren immer wieder natürlich der Sneaker, der zum Anzug getragen wird, jetzt auch äh, jüngst Prinz Albert, der dann im Anzug und den Sneakern auf den äh, ich hab Teppich gehört. gegangen ja, ist. Ja. Deine Meinung? Meine persönliche Meinung, ich bin kein großer Fan von der Sneakerkultur, die nun auch bei den Anzügen Einzug hält, weil im Endeffekt alles ein wenig, ja, ein wenig verwässert wird, würde ich dazu sagen. Per se ist es aber möglich und man muss natürlich auch sagen, es hat schon einen, einen reizvollen Kontrast, wenn man zum Beispiel ja, eine gut geschnittene, halt, ja, feine Anzughose auch zu seinem Sneaker trägt. Aber es sollte die absolute Ausnahme sein und keine Entschuldigung, dass man halt zu ähm, ja, etwas formelleren Anlässen dann mit den äh, bequemen Schlapperschuhen geht. Das ist mein Tipp dazu. Würde ich so unterschreiben. Okay. Okay, Tobi. Veit, vielen Dank für diesen ersten Teil. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann äh, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal für weitere Videos. Oder ihr habt Nachfragen, Kommentare, Hinweise, dann gerne in die... Spalte, Kommentarspalte unter das Video. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei euch und freuen uns auf den zweiten Teil. Vielen Dank.